Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Heute wollen wir mal schauen, was der Wunschpartner macht. Der Mister, wie geht's ihm so? Und ich fange heute mal an. Wollt's halt mal anders machen, mal gucken. Möcht mal wissen, wir fragen mal die Feen, was ist denn da eigentlich los? Was ist denn so in seinem Kopf? Wir gehen dann noch näher drauf ein, aber wir wollen mal die Hauptüberschrift sehen. Ja, wie ist er denn drauf, der Gute? Ne? Das müssen wir ja immer mal wissen. Sieht doch gut aus, sieht doch gut aus, ja. Ja. Also scheinbar hat er viel mit der Arbeit zu tun. Also, innere Kraft. Die nötige Gnade und innere Kraft, um Herausforderungen zu meistern. Die Macht von Freundlichkeit und Vergebung. Es ist an der Zeit anzuerkennen, wie wundervoll du bist. Der kommt in seinen Selbstwert und er erkennt das an, ja. Vergebung, er vergibt vielleicht auch sich. Er kriegt wieder diese innere Kraft und das ist fantastisch. 9 des Frühlings. Schütze die Früchte deiner Arbeit. Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft. Ja, hier kommt was. Der spürt schon, hier muss eine Veränderung her. Und das wird er tun. Und hier kommt die Veränderung, meine Süßen. Die 6 des Winters. Positive Veränderungen stehen bevor. Eine willkommene Erleichterung nach schwierigen Zeiten. Reisen oder ein Umzug in eine neue Umgebung. Hier macht sich jemand auf den Weg. Hier kommt jemand in seine Kraft und macht sich auf den Weg. Das ist so schön. Also, schöne Energie. Jetzt gucken wir. Was nehmen wir jetzt? Aha, jetzt nehmen wir mal das Lennemar. Jetzt wollen wir mal gucken, was hat er denn so in Gedanken in Bezug auf euch? Was hat er in Gedanken in Bezug auf euch? Was denkst du denn, Mister? Hm? Willst du denn tun? Wollen wir mal gucken. Ach, ehrlich? Also, ich lege sie euch immer her. Hier, muss eine Entscheidung treffen. Der muss eine Entscheidung treffen. Sich mal auf den Weg zu machen. Was willst du denn entscheiden? Das waren zu viele, meine Süßen. Also immer einzeln. Ich möchte erstmal die Gedankenebene haben. Was hat er für Gedanken an euch? Was ist die Gefühlsebene? Und was ist die Ebene, wo wir sagen, die Bewegung kommt, ja? Also, schaut euch das an. Ich lege die alle drei her. Guckt euch das an, die Gedankenebene. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Eine Entscheidung getroffen werden und hier will jemand seinen Kompass ändern. Und hier will jemand eine Beziehung. Hier will jemand ganz anders rangehen an die ganze Sache. Hier kommt jemand in seine Kraft und in seine Stärke. Und die Beziehung soll jetzt funktionieren. Aber anders. Der Kompass ist immer so. Das ist so eine komplette Veränderung. Hier verändert sich gerade jemand und das finde ich wunderbar. Was sagt sein Herz? Was sagt sein Herz zu euch? Kühlschrank? Frost? Oder aufgetaut? Ja, ihr wisst, ihr kennt ja das, ne? Humor ist das Wichtigste bei der ganzen Angelegenheit. Und ich habe als erstes den Baum. Ja, ne, dann gucken wir mal. Der Baum. Ja, oh, oh. Was ist denn noch in seinem Herzen? Ach Gott, nee. Transformation pur, ne? Also ich sage euch was. Der Baum, der Reiter. Ihr seid schon lange in seinem Herzen. Ihr seid Heilung für ihn. Hier kann der sich alles vorstellen. Hier kann der wirklich, sein Herz sagt so, ja, mit ihr kann ich was aufbauen. Oder mit ihm. Ja, Männer, ihr dreht euch um. Der Reiter ist so. Da ist Positivität da. Da möchte man eine Kommunikation gehen. Da will man eigentlich schnell agieren. Der Baum ist langsame Energie. Dann kommt wieder schnelle Energie. Und hier ist aber so, die kläre ich dann nochmal mit dem Tarot. Hier ist so, dass eine Transformation stattfindet. Ja, ich glaube, der hat Angst, euch verloren zu haben. Dass ihr keine Gefühle mehr habt. Aber hier transformiert sich jemand. Hier muss diese Stagnation zu Ende gehen, das weiß er. Und das ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge die Karten liegen. Also das ist eine schöne Energie. Ich sehe das ja mit oben. Ich sehe das mit oben. Ach, ist das schön. Und jetzt wollen wir mal gucken, was will er denn in eure Richtung tun. Was möchte er in eure Richtung tun? Naja. Muss ich noch mehr sagen? Guckt euch das an. Die Sterne, der Bär, ihr und das Buch. Tja, die Unterkarte ist das Klee, ja? Die Würfel, der Mond, das Schiff, Sehnsüchte. Ja, ich gucke ja, der Wunschbrunnen, der Hund, er ist gefallen. Also die Lilien ist alles da, meine Süßen. Hier ist es ganz einfach so, hier will jemand seine Wunscherfüllung haben. Die Sterne, ich will euch da nicht irgendwas versprechen, der Reiter ist schnelle Energie, die Sterne sind wieder innerhalb von 3 Monaten, wenn es kalt wird, wenn die Sterne im Himmel sind. Hier kann aber alles ganz anders passieren. Ich habe hier oben den Kompass und das können wir nicht wissen,
wann jetzt der Kompass sich so extrem gedreht hat, dass er in Aktion kommt. Hier kommt jemand in Aktion. Weil die Sterne ist Wunscherfüllung. Ihr seid wie ein Geschenk für ihn. Ihr seid diese Wunscherfüllung pur. Ja? Hier ist man auch beschützt. Der Bär, naja, jemand aus deiner Vergangenheit, das ist er. Ne? Der will auch diese Kraft und Stärke haben, wenn er auf euch zukommt. Ja, und er will euch Wünsche erfüllen können. Und das ist wichtig. Ihr seid gefallen. Der denkt voll an euch. Und dann kommt das Buch. Ja, das ist so. Das Buch ist diesmal ganz anders, meine Süßen. Der weiß nicht, was bei euch passiert. Das ist das. Und das ist viel, viel spannender. Viel, viel spannender, ja. Also hier kommt jemand in Bewegung, ja. Ja, weil vielleicht habt ihr euch zurückgehalten. Ihr seid in eurem Wert und sagt, ja, dann ist es halt so. Dann mach doch, wie du denkst. Ich habe jetzt nicht den Bock da drauf, ja. Ist ja auch richtig. Ja? Was soll das? Was sind die Entscheidungen? Wir gucken nochmal. Was sind die Entscheidungen? Ja, guckt euch das an. Hier will sich jemand auf die Reise machen. Der Ritter der Münzen und die Sechs der Schwerter. Hier will sich jemand in eure Richtung bewegen. Und der Ritter der Münzen ist ja auch gleichzeitig immer wieder der, der sich entschuldigen möchte, der zurückkommt. Ja, hier kommt was. Hier macht sich jemand auf die Reise. Es liegt schon hier. Was ist jetzt diese Transformation? Was passiert hier? Ja. Guckt euch das, ich habe gefragt, was ist die Transformation, was passiert hier? Hier geht was zu Ende. Und wisst ihr, was zu Ende geht? Der König der Schwerter ist ja immer Meister X. Ja? Waage, Wassermann, Zwilling, Mond, Venus, Aszendent, Eigenschaften. Ich habe mein Herz irgendwo im Kühlschrank, aber ich muss es auch ab und zu mal rausholen, sonst erfriere ich ja. Ja? So habe ich den Eindruck. So. Die Neun der Schwerter, naja, ich habe auch schlaflose Nächte, ich mache mir Sorgen und ich weiß nicht so richtig und ich kann nicht mehr in der Energie sein, ich kann das nicht mehr planen. Da schreit was danach, dass das Herz wieder raus haben will. Ja? Diese Positivität, was euch betrifft, die ist da, naja klar, was wird sich transformieren, wollt ihr es wissen? Hier transformiert sich was, die Sorgen und Ängste gehen vorbei, weil er erkennt langsam. Das Ass der Kälte. Und das Ass der Kälte, auch bei ihm möchte es überblubbern. Und ist das nicht schön? Auch bei ihm. Und das ist das Fantastische. Hier könnt ihr euch echt freuen. Hier passiert was Schönes. Hier erkennt jemand, wie wundervoll er ist. Eigene Stärke schaffen, sage ich immer. Was ist das Buch? Mehr braucht man nicht sagen. Hier, Unterkarte, meine Süßen. Ich freue mich ja mit euch mit, ne? Die drei der Kelche. Es ist Wiedervereinigung, hier soll es einen Neuanfang geben. Der Herrscher, der Hierophant, Verbindlichkeiten, Page der Schwerter, Königin der Kelche, also König der Stäbe. Ich kann euch sagen, hier kommt alles. Ja? Hier kommt alles. Hier möchte jemand euch wiedersehen. Ja? Und hier möchte jemand einen Neuanfang. Und das ist klasse. Entspannt euch doch mal. Entspannt euch doch mal. Freut euch auf das, was kommt. Und lasst ihn kommen, wirklich. Er muss doch diese innere Kraft haben dazu. Ja? Und das wird passieren. Schöne Energien, ich freue mich für euch, meine Süßen. Ist das herrlich? Ja, hier will jemand, ja, natürlich. Das ist genau das, was hier liegt. Ja, er kann vielleicht, die Unterkarte ist übrigens Seelengefährte, sagt alles, ne? Du darfst ohne Angst lieben, mach dein Herz auf, das macht er gerade. Der transformiert sich gerade. Das Herz wird aus dem kleinen Eisbunker rausgeholt und wird mal in die Sonne gelegt zum Auftauen. Ja? Man will glücklich sein. Man spürt das. Es geht nicht nur mit dem Kopf. Ja? Es geht nicht nur mit Intellekt und so. Man braucht einfach auch diese Herzenswärme. Und er weiß ganz genau, dass ihr die ihm bieten könnt. Probleme in der Familie heilen. Wisst ihr was? Jetzt aber nicht schon wieder entschuldigen und schreiben, ja, ich verstehe dich und das. Natürlich kann das sein, dass er das gar nicht anders kennt, dass er so groß geworden ist, dass er seit dir dieses ganze Liebe. Ich sag mal so, du musst ja auch nicht den ganzen Tag um dich rumspringen und sagen, oh, du bist heute wieder so wundervoll und ich liebe dich und das. Man kann das auch anders ausdrücken. Das ist einfach Gesten, das sind Augenblicke, die man erleben darf. Man kann nicht den ganzen Tag über Liebe reden, das geht ja nun mal nicht. Ne? Also man hat ja auch ein normales Leben und muss das integrieren. Es geht einfach so, leicht zu sein, fröhlich zu sein, locker zu sein und ihn zu nehmen, wie er ist. Ja? Und hier kommt was aus sich raus. Hier möchte jemand ein bisschen mehr Herzenswärme haben. Das sehe ich, weil er hat das wahrscheinlich, er kennt das nicht. Ja? Aber ihr seid nicht die Therapeutin für ihn. Bitte bedenkt das, ja? Und umgekehrt genauso, liebe Männer. Tja, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu.
Nicht ihr, er. Hier setzt sich jemand in Bewegung und macht sich auf die Reise. Er wird das tun. Er wird diesen Mut haben. Und ich finde das toll. Ich finde das toll, dass er diesen Mut haben wird und auf euch zukommen wird. Und ich sage euch was, der Kompass ist dabei. Das kann jederzeit passieren. Wenn er für sich das erkennt, er hat schöne Möglichkeiten oben, ja. Das liegt schon da, was jetzt gerade bei ihm ist. Und ich finde das wunderbar. Ja, er wird diese innere Kraft haben, die Sechs des Windes, positive Veränderung, Vertrauen. Um etwas verändern zu können, hab Vertrauen. Geh ins Vertrauen. Dann strahlst du Vertrauen aus und dann kann das Vertrauen auch wieder zurückkommen. Und ich sehe hier, du willst auf Biegen und Brechen etwas erzwingen. Nee, lass den Ding mal ihre Zeit. Das kommt. Glaubt euch. Glaubt daran. Und versucht das Vertrauen wieder hervorzuholen. Was wichtig ist, bleib dir selbst treu. Ja? Du hast so eine Transformation für dich schon gemacht und er macht die für sich. Und du bleibst jetzt bei dir. Ja? Nicht zu viel geben, nichts. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Da geht es einfach darum, dass du die ganzen alten Gedanken, das, was dich, was nicht gut gelaufen ist, dass du das mal weglässt. Ja? Auch wenn man sich hier wieder begegnet, hier sollte es neu entstehen. Und das Neuentstehen geht nur, wenn man das Alte nicht zum Thema macht. Macht's nicht zum Thema. Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, hier fängt wieder was an, meine Süßen. Hier macht sich jemand auf die Reise. Ja, finde ich fantastisch. Was ist der Ratschlag für euch? Das ist ja auch immer so schön, ne? Liebe. Du liebst einen Menschen, weil du in ihm etwas Besonderes siehst, was kein anderer sieht. Denk immer daran, ja? Du liebst ihn, weil du etwas ganz Besonderes in ihm siehst und umgekehrt genauso, ja? Und das ist das ja. Das macht Liebe aus und das ist so schön. Die kleine runde Sache zum Abschluss. Was will er euch sagen? Es ging aber schnell. Wie schön es ist, jemand gefunden zu haben, der all die Dinge mit dir teilen will, die meinen Kopf beschäftigen und mein Herz bewegen. Wie schön es ist, dass ich dich gefunden habe. Fantastisch. Liebe bedeutet nicht, dass es immer einfach ist. Liebe bedeutet aber, dass es die Mühe wert ist. Du bist es mir wert. Und da kommt er jetzt dahinter. Sind wundervolle Energien, meine Süßen. Bleibt in eurem Vertrauen. Hier macht sich jemand auf die Reise und hier kommt jemand komplett verändert auf euch zu. Und das ist wunderbar. Ja, ich freue mich für euch. Ich freue mich für jeden, der hier dabei ist. Kommt ins Vertrauen, glaubt daran. Ja, und glaubt wieder an die Liebe. Und lasst das Alte los. Meine Süßen, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe. Habt eine gute Zeit und ich drücke euch allen die Daumen. Und bis zum nächsten Mal sage ich alles Liebe. Mona, ciao.